Gesund im Harz, das Ratgebermagazin bei RFA aktuell. Thema diesmal: Tierische Assistenz fördert Kommunikation im Alter. Eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist die immer älter werdende Bevölkerung. Für viele Senioren ist ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden schon jetzt kaum noch vorstellbar. Neben körperlichen Einschränkungen treten im Alter aber auch immer mehr geistige Probleme auf. Die Zahl der demenziell erkrankten Menschen nimmt im gesamten Bundesgebiet stetig zu. Darum sind diverse Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich immer auf der Suche nach entsprechenden Lösungen. Eine davon ist die Tiertherapie. Um diese vorzustellen, organisiert Uwe Witzak, der Leiter des Beratungszentrums Besser Leben im Alter, einen informativen Fachvortrag von Tobias Bachhausen für regionale Pflegeeinrichtungen. Der gelernte Betriebswirt und Medizinprodukteberater stellt verschiedene Roboter in der Pflege vor. Die positiven Effekte von der tiergestützten Arbeit im Rahmen der Altenpflege bei Menschen mit Krankheiten, Behinderungen, wie auch immer, sind ja weitestgehend bekannt. Und die Leute, die ein Tier haben, denen brauche ich auch keine Studie zeigen, dass Tiere positive Effekte auf uns haben. Unglücklicherweise ist es so, dass wir nicht immer dann mit Tieren arbeiten können oder ein Tier zur Verfügung haben, wenn Leute mit Demenz oder mit anderen Krankheiten von der Arbeit mit Tieren profitieren würden. Für diesen Zweck gibt es mittlerweile sogenannte emotionale oder soziale Roboter, die entwickelt wurden, um diese Lücke zu füllen und die positiven Effekte aus der Arbeit mit Tieren häufiger zu heben, als wir das bisher können mit echten Tieren. Ich habe Ihnen dafür mal etwas mitgebracht, damit Sie sich vorstellen können und auch einen Eindruck bekommen, was ich mit emotionalen oder sozialen Robotern meine. Hierfür habe ich Ihnen einmal die Roboter-Robbe oder den Robben-Roboter Paro mitgebracht und auf der anderen Seite die JustoCat, eine interaktive Katze für Menschen mit Demenz. Vor rund 20 Gästen aus der Pflege geht er auf die Funktionsweise sowie auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der kleinen putzigen Pflegetierchen ein. Sie haben eben gerade gesehen, wie ich die Robbe angeschaltet habe durch einen kleinen Griff zwischen ihre Hinterflossen. Deswegen muss das da immer sehr sauber sein. Und nach einer kurzen Phase öffnet dann die Robbe die Augen. Sie schaut jetzt zu mir hoch, weil die Robbe hat verschiedene Mikrofone und versucht, über Mikrofone zu lokalisieren, von wo aus mit ihr gesprochen wird. Das ist deswegen wichtig, damit die Robbe versuchen kann, Blickkontakt zu den Personen aufzubauen, die mit ihr interagieren. Ich drücke jetzt mal in die Flanke der Robbe. Das war so doll, dass die Robbe das als Schreien oder als Schlag interpretiert hat und deshalb schreit. Wenn man etwas zärtlicher ist, als ich das eben gewesen bin, dann interpretiert die Robbe das als Streicheln und merkt sich das. Die Robbe hat verschiedene Sensoren auf dem Kopf, auf dem Rücken, an den Flossen vorn und hinten, am Kinn und an den Barthaaren beispielsweise auch. Ich zeige das mal, wenn ich hier an meinen Arm komme, dann dreht die Robbe den Kopf ja, mit einem Unmutsäußerung zur Seite, weil sie das gar nicht mag, an den Barthaaren so stark berührt zu werden. Da habe ich es jetzt nochmal gemacht. Tiere sind halt sensibel an den Barthaaren. Wie sensibel die Tiere sind und wie sie auf ihre Umgebung reagieren, sieht man am besten beim direkten Einsatz. Ja, mach mal ruhig Leute Augen zu, ja? Das ist bestimmt schön. Die Robbe Paro, das haben Sie vielleicht schon gemerkt, spricht uns das Kindchenschema in uns an. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, der dazu führt, dass wir uns um ihn kümmern wollen, dass wir uns angesprochen fühlen von der Robbe. Sprich, rundliche Form, große, runde Augen, die uns sofort ansprechen. Und durch die zusätzlichen Rufe der Robbe, die Heulerrufe, entwickeln wir eine gewisse Aufmerksamkeit, um uns um die Robbe zu kümmern. Das betrifft nicht nur Menschen mit Demenz, aber gerade dort ist die Emotionalität ein wichtiger Faktor und führt dazu, dass die Menschen mit Demenz sich um den Seehund kümmern und teilweise sich sogar sehr freuen, dass sie mal etwas geben können, wo sie sonst sehr viel auch nur empfangen können. Und hier haben sie die Gelegenheit, sich um etwas zu kümmern und etwas vermeintlich Gutes zu tun.
Ohne dass wir etwas sagen, wissen die meisten durchaus, dass der Paro nicht echt ist. Nichtsdestotrotz stellen wir ihn auch als unechten Seehund vor und klären die Leute, die Personen auch auf, dass es sich nicht um einen echten Heuler handelt. Die Zielgruppe für Paro sind insbesondere Menschen mit beginnender oder mittlerer Demenz und dort im Regelfall im professionellen Umfeld, das heißt Pflegeeinrichtungen, Tagespflegen oder auch ambulante Dienste. Und der Paro wird vielfach in Gruppenbeschäftigungen eingesetzt und stets mit Begleitung einer Pflegekraft, Ergotherapeuten oder Alltagsbegleiter, die den Paro dann als Türöffner, als Kontaktbrücke nutzen, insbesondere bei den Personen, wo wir auf der zwischenmenschlichen Ebene Schwierigkeiten haben, sofort einen Kontakt aufzubauen. Und Paro soll dabei als Vermittler, quasi als Katalysator wirken, der es den Menschen mit Demenz auch ermöglicht, freier mit uns in Kontakt zu treten, ohne Ängste zu haben, wie es im zwischenmenschlichen Kontakt ab und an auftritt, wo man doch mehr Zurückhaltung zeigt und sich weniger öffnet. Und das ist etwas, was wir halt von Tieren, aber auch von Kleinkindern kennen. Die haben diesen Effekt auf viele Menschen, dass man sehr schnell und ohne Vorbehalte sich auf andere einlässt. Und diese Möglichkeit nutzen wir mit den Robotertieren. Vielleicht noch ein Wort zu den technischen Hintergründen. Der Seehund-Roboter wiegt etwa 2,5, 2,6 Kilogramm, ist einen guten halben Meter lang, etwa die reelle Größe eines Sattelrobbenbabys, und der Akku hält circa 3 bis 5 Stunden, je nach Einsatzart und Einsatzweise, und ist damit für den professionellen Alltag in der Beschäftigung durchaus geeignet. Neben der recht neutral gehaltenen Roboterrobbe Paro gibt es aber auch Pflegetiere mit einem hohen Wiedererkennungswert. Das Konzept bei der Katze JustoCat ist etwas abweichend zu dem Konzept von der Robbe Paro. Während Paro primär über das niedliche Kindchenschema funktioniert und uns begeistert, setzen wir bei der Katze JustoCat auf die Erinnerung an eigene Katzen, die man in seinem früheren Leben gehabt hat. Das heißt, die Erinnerungen an frühere Emotionen sind gerade bei Menschen mit Demenz noch sehr lange vorhanden und eine Möglichkeit für uns, diese Emotionen zu heben, besteht bis in späte Stadien der Demenz. Und das möchten wir mit der JustoCat erreichen, indem wir Elemente von echten Katzen übernehmen. Das heißt, die JustoCat simuliert das Atmen durch eine Vorrichtung, die ihren Brustkorb hebt und senkt. Dazu schnurrt sie in unterschiedlich einstellbaren Intensitäten und sie miaut, wenn man die Katze berührt, zum Beispiel am Rücken hat sie Berührungssensoren. Insgesamt ist der Algorithmus so ausgelegt, dass man versucht hat, das Verhalten von einer Katze nachzubilden. Das heißt, man darf jetzt nicht erwarten, dass sie jedes Mal gleich loslegt zu miauen oder zu schnurren, sobald ich den Rücken berühre, sondern das in bestimmten programmierten Abfolgen dann auch stattfindet, um zu versuchen, das ja ein bisschen lebhafter zu gestalten und auch nicht erwartbar zu machen, nicht ausrechenbar oder stereotyp. Die Katze merkt, wenn ich sie schüttel, dann schreit sie. Das mag sie nicht so gerne. Und die Katze selber ist etwa 2 Kilo schwer, etwas kleiner wie der Paro, das sind circa 40, 45 Zentimeter, und der Akku hält mehrere Tage und eignet sich, oder die JustoCat eignet sich daher auch für den privaten Einsatz für Angehörige, die ihrem Vater, ihrer Mutter oder ähnliches mit dem Element JustoCat eine besondere Möglichkeit bieten wollen, Emotionen zu erleben oder wieder zu erleben. Die JustoCat ist zudem sehr robust, das heißt auch ein Sturz vom Tisch würde ihr nichts ausmachen. Ein besonderer Vorteil der JustoCat ist das wechselbare Fell. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, das Fell ohne Probleme abzunehmen und in der Maschine zu waschen, aber auch aus bisher 2 Farben, zukünftig kommen neue Farben dazu, zu wählen, gemäß der eigenen Vorlieben. Manche mögen lieber schwarze Katzen, manche lieber grau oder getigert. Und wir haben jetzt 2 Varianten mitgebracht, aus denen man wählen kann. Man könnte sogar
gemischt nehmen und dann hat das den Eindruck, als wenn man zwei unterschiedliche Katzen hat. Wie die Robotertiere die Kommunikationsfähigkeit bei Betroffenen verbessern und ihre Offenheit fördern, sieht man schon bei der allerersten Begegnung. Eine gelungene Erfindung, um das Wohlbefinden auch in solch schwierigen Lebenssituationen zu steigern und gleichzeitig ein gutes Beispiel, wie Technik in Bezug auf eine immer älter werdende Bevölkerung zum Einsatz kommt. Die niedlichen Robotertiere gehen nun auf Rundreise durch verschiedene Pflegeeinrichtungen in der Region und werden so direkt an den Betroffenen ausprobiert. Wenn Sie Fragen speziell zu diesem Thema haben, dann wenden Sie sich einfach an Uwe Witzak vom Beratungszentrum Halberstadt. Diese Sendung wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung auf Initiative vom Beratungszentrum Halberstadt.